MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Am Mittwoch bekommen wir hier im Radio immer Besuch von einem Kollegen aus der Münchner Kirchenzeitung, denn sie verraten uns dann schon, was wir in der aktuellen Ausgabe erwarten können. Heute ist mein Kollege Florian Ertel bei mir im Studio. Hallo Flo. Katharina, grüß dich. Flo, in dieser Woche geht's in der Zeitung, habe ich gesehen, um jüdisches Leben in Bayern. In diesen Zeiten würde ich sagen, sicher kein normales Thema, soweit man das sagen kann für euch. In der Tat, es hat ja seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres hat sich die weltpolitische Lage und gerade auch die Lage im Nahen Osten sehr verändert. Wir tragen dem Rechnung, indem dass wir so einen kleinen Rundblick machen. Wir haben uns durchaus prominente Autorinnen und Autoren ins Blatt geholt, die uns die Lage hier, denn das Thema lautet jüdisches Leben in Bayern, die Lage vor Ort sozusagen ein wenig darlegen. Wie hat sich das geändert? Wie ist die Situation aktuell? Für uns schreibt zum Beispiel die Ellen Presser, seit 40 Jahren die Leiterin des jüdischen Kulturzentrums hier, der israelitischen Kultusgemeinde. Wie ist es tatsächlich, wie ist der Alltag seit dem 7. Oktober, seit diesem Terrorangriff der Hamas, wie hat sich der geändert für Juden hier in München, in Bayern? Wir haben einen Gastbeitrag des Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, vom Ludwig Spänle. Auch das ist interessant, was der zur Bewertung darlegt. Und wir haben auch einen, ja, damit man sich überhaupt dessen mal bewusst ist, welche Tradition jüdisches Leben in Bayern besitzt. Wir haben einen Gastbeitrag, der uns mal diese ja weit über 1700-jährige Geschichte der Juden in Bayern darlegt, sozusagen ein Parforce-Ritt quasi durch die Zeiten. Und das ist durchaus interessant, wie weit hier die Spuren zurückgehen und ja, wie letztendlich auch heute das Leben von Jüdinnen und Juden in Bayern aussieht. Du hast schon gerade gesagt, ihr wollt ja ganz konkret schauen, wie sieht das jüdische Leben in Bayern aus. Kannst du so ein bisschen Beispiele nennen, was ich bei euch lesen kann? Ich habe da so im Augenwinkel gesehen, es geht auch um einen Fußballverein. Ja, hier in München gibt es Maccabi München, tatsächlich ein jüdischer Sportverein, der aber nicht nur von Jüdinnen und Juden besucht wird, sondern wo auch ganz, also Christen dabei sind, Muslime mit dabei spielen, sogar Zeugen Jehovas, Atheisten. Ein bunter Mix. Ja, also die ganze Gesellschaft wird hier abgebildet. Was haben die für, sage ich mal, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, dass Spiele hier durchgeführt werden? Es ist übrigens der einzige jüdische Sportverein, der tatsächlich auch die Sabbatruhe einhält, wo also Spiele dann nicht eben auf den Samstag angesetzt werden. Ja, der Kollege Alois Bühr hat vor Ort sich umgehört und ja, wie ist sozusagen das Bewerten, wenn es einen Drohanruf gibt, nicht nur bei dem Verein selbst, sondern bei dem gastgebenden Verein, wo zum Beispiel Maccabi ja eben ein Spiel ausrichten soll. Wie geht man mit so etwas um? Es handelt sich hier um Achtjährige mitunter bei den jungen Fußballern. Das ist schon recht berührend auch, aber also die Situation ist eben auch eine Momentaufnahme und man sollte die Realität auch hier nicht ausblenden. Auch erschreckend, wenn man hört, dass es dort Drohanrufe gibt. Was erwartet die Leser denn außerdem noch in der Zeitung, also abseits des Titelthemas? Ja, wir haben auch eine interessante Geschichte hier, wo ehrenamtlichen Geflüchteten eine neue Perspektive bieten. Wir haben es überschrieben, vom Libanon nach Kirchheim. Das ist also ein ehrenamtlichen Netzwerk, das durch Vermittlung auch des erzbischöflichen Ordinariats zustande kommt. Und wir haben eine, sage ich mal, ein bisschen eine Musterfamilie besucht, die tatsächlich 7 Jahre lang in einem Flüchtlingslager zugebracht hat. Man muss sich so etwas mal vorstellen, im Zelt, in so einer beengten und perspektivlosen Situation, die aber hier eine neue Heimat gefunden haben, wie das gegangen ist und wer ihnen dabei letztendlich tatkräftig geholfen hat und bis heute hilft, ja, das verrät dann der Kollege Maximilian Demli in seinem Beitrag. Spannend auf jeden Fall. Danke Flo für den Einblick in die aktuelle Münchner Kirchenzeitung. Die bekommen Sie in vielen Kirchen des Erzbistums oder Sie können sie als Printausgabe abonnieren oder ganz einfach digital in der Michaelsbund-App lesen.
Es ist der erste Mittwoch in diesem Monat. Und das bedeutet, es gibt eine neue Folge unseres Podcasts Reisewarnung. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert den Missio-Podcast. Brigitte, sag mal, wo geht's denn diesmal bei euch hin? Ins Grenzgebiet zwischen dem Sudan und dem Südsudan. Im Sudan herrscht ja gerade ein extrem grausamer Krieg, wo sich Regierungstruppen und eine paramilitärische Gruppe gegenseitig bekämpfen. Wie immer geht's um die Macht im Land und die Leidtragenden sind die Menschen, die dort leben. Seit denen die Bomben um die Ohren fliegen und die Panzer wirklich mitten in der Stadt stehen, bleibt ihnen oft nichts anderes übrig, als zu fliehen. Und viele von ihnen fliehen halt in den Südsudan, hat mir Missio-Länderreferent Philipp Stangl erzählt. Das sind laut UN, glaube ich, nirgends auf der Welt im letzten Dreivierteljahr so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie die im Sudan. Und man hört quasi nichts. Genau, es ist nämlich eine von diesen vergessenen Krisen. Im Südsudan sind inzwischen rund 500.000 Menschen aus dem Nachbarland angekommen. Und die treffen auf eine Bevölkerung von 11 Millionen Menschen, von denen 3/4 vom Hunger bedroht sind. Also wenn hier in Deutschland einer über zu viele Flüchtlinge jammert, der sollte sich das mal ganz kurz vor Augen halten. Stimmt, also in die Nachrichten schafft es dieses Drama wirklich fast nie. Wie hilft denn Missio da jetzt ganz konkret? Missio unterstützt in der Region schon ganz lange die Arbeit des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes. Und als der Bürgerkrieg im Sudan begonnen hat, da haben die sofort einige MitarbeiterInnen in die Grenzregion geschickt, um zu helfen. Was als so ein ganz kurzer Einsatz gedacht war, also 2-3 Monate, dauert jetzt schon fast ein ganzes Jahr. Und die Zustände werden immer schlimmer, weil jeden Tag 2000 neue Flüchtlinge ankommen, aber viel weniger weiterreisen in Camps weiter im Landesinneren. Insgesamt sind übrigens rund 7 Millionen Sudanesen auf der Flucht. Die Leute, das weiß ich auch aus deinem Podcast, die haben ja schon wirklich viel gesehen, was sie so berichten, also auch viel Elend. Wie schätzen Sie denn gerade die Situation da ein? Also Christian Selper meinte, er hätte schon viele Flüchtlingscamps gesehen, aber diese Menge an Menschen und das Chaos, weil die Organisation fehlt, das war selbst für ihn neu. Und ein Ende ist ja nicht in Sicht. Das heißt, die Hilfsorganisationen müssen auch für längerfristige Hilfen sorgen. Er hat zum Beispiel von einer katholischen Schule erzählt, die jetzt Flüchtlingsklassen aufgemacht hat. Ich erinnere mich, dass ihr im Podcast schon mal was über den Südsudan gemacht habt und damals haben wir auch darüber gesprochen und da hast du mir erzählt, dass das halbe Land unter Wasser steht. Ist das denn jetzt immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Das ist der Weiße Nil, der weite Teile des Landes bedeckt und da kommt man eben nur mit Schiffen voran oder mit dem Flugzeug, wenn man sich traut. Man landet in Juba am Flughafen und es sind mehrere Flugzeuge, die mit der Nase in der Wiese neben den Lande- und Startbahnen hier stecken, wo sie anscheinend noch nicht weggeräumt haben. Wie gesagt, also man sollte jetzt keine explizite Flugangst haben. Mhm. Ja. Hatten die beiden auch nicht. Aber Christian hatte vor etwas ganz anderem Angst, als er bei einem Zwischenstopp auf die Flughafentoilette gehen wollte. Fledermäuse. Gut, die schaden ja nicht. Die hingen da alle an der Decke in dem Toilettenraum und ja, da war mir nicht so wohl dabei. Ich dachte, ich gehe mal lieber wieder raus. Ich lasse die da in ihrem Reich. Ja, unsere mutigen Jungs. Keine Angst vor großen Fliegern mit der Nase in der Landebahn, aber so ein paar kleine Fledermäuse lassen sie vor Angst erblassen. Mei, es gibt also Situationen, da möchte man halt ungestört sein. Zum Beispiel auf einer Flughafentoilette im Südsudan. Wer mehr hören möchte, heute Abend gibt's die neue Folge der Reisewarnung hier bei uns im MKR ab 19 Uhr, also gleich nach dem Gottesdienst. Und natürlich können Sie den Podcast auch auf unserer Homepage finden und überall da, wo es Podcasts gibt. Sagen Sie, wann waren Sie eigentlich zuletzt im Zoo? Wenn man da im Affenhaus ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, und die Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans beobachtet, ich finde, dann wird eins ganz deutlich, in einigen Punkten sind Mensch und Tier sich da wirklich ähnlich. So haben sie zum Beispiel auch Emotionen wie wir und sie sind auch lernfähig. Genau deswegen sagen manche, Menschenaffen sollen auch Menschenrechte haben. Ist das sinnvoll? Wir haben mal im Tierpark Hellerbrunn hier bei uns in München nachgefragt und dort mit den Mitarbeitern gesprochen, denn die müssen es ja wissen, denn schließlich haben sie jeden Tag Kontakt zu den Menschenaffen. Ich habe ein paar Rosinen in der Hand, die sie normalerweise, wenn sie irgendwas macht, als Belohnung kriegt oder einfach mal zwischen Leider als Freundschaftsgeste was kriegt.
Aha. Ja, ich konnte es nicht überschmeißen. Da ist nämlich oben drüber ein Netz. Da konntest du nicht reinschmeißen. Die Sonja ist eigentlich eine, die sehr, sehr viel Kontakt mit den Besuchern sucht. Die pickt sie immer irgendwelche Personen raus, sucht den Kontakt dazu und bleibt auch relativ schnell sitzen und schaut, dass sie mit dem Außen kommuniziert und Kontakt aufnimmt. Wenn Tierpfleger Markus Klostermeier seine Gorillas besucht, dann ist meistens Affendame Sonja die erste, die ihn begrüßt. Die beiden kennen sich seit 35 Jahren. Wie Sonja hat jeder der 5 Gorillas seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter. Das ist wie bei den Menschen, die draußen vor dem Käfig stehen. Wir Menschen teilen gut 98% unseres Erbguts, der DNA, mit den Menschenaffen. Wir stammen von den gleichen Vorfahren ab. Aber vor circa 8 Millionen Jahren trennten sich die Wege, erklärt Kurator Hans-Peter Steinmetz. Menschenrechte für Menschenaffen ist eigentlich das Falsche. Sie brauchen ihr Leben. Gorillas müssen Gorillas bleiben. Schimpansen müssen Schimpansen bleiben. Und das ist das Wichtigste. Sie müssen ihr Leben. Und wir dürfen diese Tiere nicht vermenschlichen. Sie müssen das Individuum sein, für das sie geboren sind und das Leben leben, wie sie es wollen. Und nicht versuchen, unsere Gefühle auf die Tiere zu übertragen. Und so ist es den Mitarbeitern im Tierpark wichtig, den Bedürfnissen der Tiere größtmöglichen Raum zu geben, so der Kurator. Zum Beispiel, indem man ihre Gehege ganz unterschiedlich gestaltet. Sie sollten ihre Bedürfnisse ausleben können. Das heißt, sie sollen in einem natürlichen Familien- oder im Gruppenverband leben, wie es im natürlichen Lebensraum auch vorkommt. Sie sollten eine angemessene Diät haben und sich auch beschäftigen. Die Beschäftigung, da sind unsere Tierpfleger sehr groß gefordert. Die kann in verschiedenen Formen sein. Das kann mit Instrumenten, mit Werkzeugen sein, mit der Fütterung, mit Verstecken. Aber auch das Tiertraining ist ein Faktor, die für die Beschäftigung eigentlich sehr wichtig sind. Mit dem Verhältnis von Mensch und Tier beschäftigt sich auch Pater Christian Kummer. Der Jesuit ist emeritierter Professor für Naturphilosophie. Ihm geht es dabei um Evolution und Schöpfungsglaube. Mimik und Gestik und sogar die Gefühle sind beim Mensch und Menschenaffen sehr ähnlich. Aber es gibt einen Unterschied, den man nicht ignorieren darf, sagt er. Und das ist der Trend der Gehirnentwicklung. Ein immer größerer Schädelinhalt, bedingt durch das Wachstum der Großhirnrinde. Das ist der Ort, wo das entsteht, was man die Geistigkeit des Menschen nennt. Und die unterscheidet ihn fundamental von Menschenaffen. Sie werden keinen Menschenaffen finden, der über sich reflektieren kann, der Philosophie, der Religion entwickelt, in all das, was uns so selbstverständlich ist als unsere menschliche Welt, als unsere Kulturwelt. Sollten Menschenaffen trotz dieses Unterschieds in ihren Rechten wie Menschen behandelt werden? Hellabrunn-Direktor Rasem Baban leitet die Geschicke des Zoos seit 10 Jahren. Für ihn stellt sich die Frage nach Menschenrechten für Menschenaffen nicht. Die Menschenrechte, so wie sie niedergeschrieben worden sind, 1948 von den Vereinten Nationen, bestehen aus 30 Artikeln. Und wenn man sich gewisse Artikel anschaut, dann wird man sehr schnell feststellen, dass diese Artikel auf Tiere, Primaten, gar nicht anwendbar sind. Und von daher ist die Frage vielleicht nicht richtig formuliert. Man müsste sie vielleicht eher formulieren dahingehend, wie kann man die Tierrechte und den Tierschutz weiter stärken und ausbauen, sodass die Tiere als Geschöpfe auf diesem Planeten ein Überleben gesichert bekommen, denn wir zerstören Lebensräume unstrittig als Menschen und dadurch gefährden wir die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens. Die Mitarbeiter im Tierpark Hellerbrunn und der Naturphilosoph Pater Christian Kummer sind sich einig. Es geht nicht darum, ob Menschenaffen die gleichen Rechte genießen sollten wie der Mensch, sondern dass der Mensch sich klar wird, er hat die Verantwortung für alle anderen Geschöpfe. Willi Witte für das MKR. Grüß Gott, Sie hören das MKR an diesem doch sehr grauen Mittwochnachmittag. Doch von diesem Regenwetter lassen wir uns doch jetzt nicht die Laune verderben. Sehen wir es positiv. Es ist das perfekte Wetter für einen schönen Fernsehabend. In der TV-Welt wird zurzeit häufig eine Serie genannt, die weltweit die Kritiker begeistert, aber doch noch so etwas wie ein Geheimtipp ist. Die Rede ist von der Gastrokomödie The Bear. Mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlauk verrät Ihnen jetzt, was die Serie so besonders macht.
The Bear erzählt die Geschichte des jungen Kochs Kami, gespielt von Shootingstar Jeremy Allen White. Eigentlich hat er in der Spitzenküche gelernt, aber nach dem Tod seines Bruders übernimmt er dessen heruntergekommenen Sandwichladen in Chicago. Dort erwarten ihn ein ziemlich eigenwilliges Küchenpersonal, hohe Schulden und eine renovierungsbedürftige Einrichtung. Was wir wollen, ist ein echter Neustart. Ganz frisch und rein. Der Laden soll ein Publikumsmagnet werden. Wir haben hier alle Eckdaten zusammengefasst. Wir brauchen mehr Geld. Haltet endlich dieses Ding ab! Wie haltet ihr das aus? Stört mich nicht. Es ist ein Facelift, keine Entkernung. Bear, es ist irgendwie beides. Wir brauchen 6 Monate bis zur Eröffnung. 6 Monate? Und das ist... Was, ambitioniert? Überheblich. Verrückt! The Bear ist eine überaus unterhaltsame Mischung aus Komödie und Drama. Die etwa halbstündigen Folgen, die auf dem Streaming-Service Disney Plus zu sehen sind, vergehen wie im Flug. Schnell hat man auch die vielen sympathisch skurrilen Charaktere liebgewonnen, denen das Leben bisher nicht so gut mitgespielt hat. In der hektischen Küche des Sandwichladens fühlt man sich als Zuschauer bald selbst wie zu Hause und drückt kräftig die Daumen, dass es mit dem Imbiss aufwärts geht. Daneben kommen aber auch ruhige und nachdenkliche Szenen, etwa zum Thema psychische Gesundheit, nicht zu kurz. Doch Vorsicht, hungrig sollte man sich die Serie nicht anschauen, denn die optisch toll in Szene gesetzten Sandwiches und Gerichte sorgen für spontanen Heißhunger. Insgesamt wurde The Bear dieses Jahr bei den Golden Globes völlig zu Recht als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Klaus Schlauk für das MKR. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.